Ach, Bruder, Level 13 immer noch. Level 13, das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Also, kleine Karten-Moshpit hatten wir letztes Mal gespielt. Vortex-Moshpit. Boah, Vortex-Moshpit. Einfach mal aus Fun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Osterfest. Ich werde ja höchstwahrscheinlich noch ein bisschen schlafen, denn es ist Zeitumstellung gewesen. Es ist einfach eine Zeitumstellung, glaube ich. Denke ich, weil meine Uhrzeit hier von meinem Ding. Oh, wir haben eine Lobby gefunden. Ja, es ist 5.07 Uhr. Gerade eben habe ich noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Lass dich unkommentiert. Und jetzt spielen wir eine Runde Skid Grow. Geil. Oh nein, die Leute wählen Spoyard, ihr kleinen Hunde. Ihr seid kleine, dreckige. Schönes Ostern wünsche ich euch. Tatsächlich schlafe ich aber ganz gut. Auch wenn es nicht so ewig ist. Ich habe mich getomahawkt. Ja, moin. Auch wenn ich um 7 Uhr pennen gehe, ich stehe um 12 Uhr auf. Heute habe ich eine ganz verrückte gemacht. Heute Morgen bin ich auf eine Idee gekommen. Ach, Digga. Ah, nette Links, Digga. Wahrscheinlich SBMM entfernt. Grüße gehen raus an Haptic Rush. Ich habe heute eine ganz komische Sache gemacht. Wenn der Algorithmus dich einmal zu einem Thema gecatcht hat, schlägt er dir nur noch was in der Richtung vor. Und bei mir ist es aktuell Produktfotografie. Produktdarstellung. Das ist ein absolut vergeektes Thema und super, super interessant. Der Mann von meiner Mutter ist Fotograf und der hat mir einen Typen gezeigt, der alleine fürs Licht 6 Stunden Zeit sich nimmt. Also das Licht und Schatten perfekt ist. Kostet ihn 6 Stunden. Ja, moin. Ja, Bruder, Schuh. Ach, Digga. Deine Mutter, du kleiner dreckiger Bengel, Alter. Ich hier mit dieser Eiernackenwaffe. Es ist der heilige Ostersonntag, der schon eingeleitet ist. Und er boyshootet mich um diese gottlose Uhrzeit. Aber zum Glück gibt es kein SPMM mehr. Aber immerhin habe ich mir das Video mit dem ähnlichen Titel auch schmecken lassen. Auf Jemifas Nacken. Ja, lange Rede, kein Sinn. Ich habe heute Morgen dann schnurstracks die Gönnergy-Dose fotografiert. Bruder, ich bin so heiß geworden. Ich bin so heiß geworden, dass ich hier wirklich gerade das Bild mache, Digga, weil ich einfach so Bock habe. Oh mein Gott, Alter, das sieht so gut aus. Ja, das war mein Morgen. Ich bin aufgewacht und habe dann eine Stunde lang das gemacht. Mann, Digga, du bist ein Sohn, Digga. Sohn. Ich wollte einfach nur ein bisschen drum spielen, so das mal ein bisschen ausprobieren. Sohn. Ich meine, Waffe, wie blutig rot sie ist, Digga. Er wird mich ja auch jetzt hier challengen. Ich muss jetzt seine dreckige Waffe nehmen, dann soll er mich challengen. Dann werde ich mal zeigen, wer der Onkel ist. Ja, komm rein. Ja, komm rein. Ja, komm rein. Ja, ich payback mich hier. Das ist mein Payback. Du kleiner Dreckiger, niemals John challengen! Mit dieser Rentnerwaffe muss ich hier spielen. Oh, ich dachte schon, es war er. Ich war so motiviert im Gunfight. Ich habe so schnell getriggert wie noch nie zuvor in meinem ganzen Leben. Was ist hier oben los? Es sieht schon cool aus. Man muss sagen, Sledgehammer Games liefert ab. Und das ist auch die perfekte Überleitung. Oh nein, ich glaube, das ist hier. Irgendwo ist der Bree. Ich kann nicht nochmal, ich kann nicht tanken, von ihm zu sterben. Challenge, Challenge. Ja, ja, nochmal weiter ein bisschen auf Boden schießen. Hoppala. Drohne raus. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja! Ich hole ihn die ganze Zeit. Die perfekte Überleitung, denn endlich, es ist soweit. Eine neue Season. Die Season 3 steht vor der Tür und die Season 3 sieht richtig, richtig geil aus. Ich habe gerade, während ich die Wäsche aufgegangen habe, mir das Video vom guten Fantu angeguckt. Das müsst ihr euch unbedingt auch anschauen. Niemand macht das so nice und so übersichtlich wie Fantu. Und da habe ich mir dann so die wichtigsten Punkte, die mich interessieren, mir rausgeschrieben. Ich gehe also nur auf die Punkte ein, die mich... Nein, kein Turn-on. Oh. Die mich auch interessieren. Achtung, die Ratte kommt hier gleich. Nein, wieder Tomahawk, das ist geisteskrank. Der Multiplayer scheint ziemlich viel Content zu bekommen. Insgesamt... Das war ja nicht mal. Sprechen wir hier... Erst komplett geiles Gameplay gerade. Juhu! Sprechen wir von 6 Multiplayer-Maps. Eine davon sieht erschreckend nach Raid aus. Also wenn ihr euch mal den Map-Layout anschaut und auch so diese generelle Optik dahinter, sieht das mir erschreckend nach Raid aus. Und es ist natürlich wunderbar.
Wenn sie sich nur ansatzweise spielt, um Gottes Willen, ich muss mir auch Johanna wieder runterladen. Oder VPN-Neffen müssen wir auswählen. Ich sag mal so 30, 18. Ja, ich dachte schon, ich dachte kurz 30, 5. Ich dachte kurz 30, 5. Das war 30, 18. Ja, 6 Maps, nicht alle zum Release. Es gibt da wieder dieses Mid-Season-Release, aber neue Maps, Remastered Maps, eine aus Vanguard, die eine, die ein bisschen aussieht wie die BO2 Raid-Version. So, das ist gar nicht der Zettel, auf dem ich die Sachen hier stehen habe. Das ist einfach nur eine To-Do-Liste. Was habe ich heute auf der To-Do-Liste gehabt? Yoga, irgendwas Zitronentee, Spülmaschine ausräumen, einräumen, anmachen, Waschmaschine anmachen, abhängen und aufhängen, Schreibtisch, Wohnzimmer aufräumen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren abstimmen, ob ich diesen Punkt erledigt habe. Video aufnehmen, schneiden und hochladen, bin ich gerade dabei. Müll wegbringen, Keller und dann Microneedling für meinen Bart, Bruder. Oh, der Bart muss kommen. Zudem erwarten uns 3 neue Modi. Einer davon, der eventuell dann sein Comeback in Liga feiern könnte. Denn wir erwarten Capture the Flag und das ist ein richtig geiler Competitive-Modus früher gewesen, Call of Duty. Ich erinnere mich an den Breach-Play von Gun Elite bei diesem FabE-Turnier. Wer sich daran noch erinnert, absoluter OG, wie er den Cerberus outplayt und die Flagge nach Hause bringt für FabE. Das war so episch. Und das würde ich sehr fühlen, dass wieder hier in Liga zu haben. Ich habe ja keinen Anreiz mehr, groß noch was zu reißen in Liga. Das macht mir einfach dann auf Dauer nicht so viel Spaß. Airborne, oh mein Gott. Aber wenn, ich weiß nicht, würden sie sowas bringen, nochmal Competitive komplett aufmischen und den Modus reinbringen? Kann schon sein. Maps haben sie auch schon reingebracht, neue. Vielleicht wäre das eine Option. Wäre richtig geil. Und da habe ich mich dann auch, als ich das Video von Fantu gesehen habe, an Uplink erinnert. Uplink war ja die Alternative in den Boost Jump CODs zu Capture the Flag und Uplink Advanced Warfare, Infinite Warfare war so Liebe. Der Modus, wo ihr den Ball oben reinschmeißt in den Korb, wenn ihr schmeißt, ist, waren es dann 2 oder waren es weniger, wenn man reinspringt? Nee, ich glaube, reinschmeißen ist ein Punkt. Oh, diese Spots dann auch, wo man dann Warrider ist und dann diesen einen Spot gefunden hat, bam, Punkte geknallt. Und wenn man reinspringt, 2 Punkte. Ein unfassbarer Modus. Holy shit. Wir brauchen bald irgendwann ganz schnell wieder ein Boost-Jump-COD. Und dann Uplink. Würde ich ja ein Zelt bekommen. Jetzt sind wir auf der Version von Terminal und es sieht so gut aus, wie ein Lost Place. Ach du Scheiße, ich habe eine Zeit lang auch richtig Lost Place Videos auf YouTube gesuchtet. Das hat mir übertrieben viel gegeben. Irgendwelche verlassenen Villen. Ich glaube sogar damals auf John Rage habe ich mal so ein Late Night Video gemacht. Das ist ewig her, bestimmt 6-7 Jahre, wo ich auf ein Lost Place Video reagiert habe und meine Gedanken dazu geteilt habe, weil mich das so fasziniert, wie so eine Multimillionen Villa mit so geheimen Türen und Verstecken und irgendwelchen Safes dann so verlassen ist. Und dann sieht man aber noch die Zeitung von 2000 Schlag mich tot. Oder er lässt sich hier aber auch zum Hund machen. Es ist eine komplette Schwitzerlobby. Ne? Guck dich mal die Namen an. Sapphire, Bruder, wer hat dich denn verarscht? Akai auch vorhin schon. Also das finde ich krass und das gibt mir mega die... Ist alles verschimmelt hat, ne? Komplett eklig eigentlich. Es gibt mir mega die Lost Place Vibes. War auch mal eine Idee für mich, so Lost Places in einem YouTube-Format einfach mal so casual zu besuchen. Ich war auch mal in Berlin in einem, wie hieß das? Das war so ein Ach, ich komme vom Thema ab. Ich wollte über was anderes reden, nämlich über das Update. Ja, insgesamt sind es 3 neue Modi, die uns erwarten. Ist jetzt aber relativ unspektakulär, würde ich sagen. Escort, dieser Escort-Modus kommt auch noch. Und noch ein anderer. Ja, komm raus, du kleiner Hund. Ma. 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 Bruder, er hat mich nicht bekommen, ey. Ah! Oh mein Gott, wie weit ich geflogen bin. Das war Weltrekord. Sledgehammer Games Goated. Ich hab's euch schon vor Monaten gesagt. Wo bleiben eigentlich die Playtests? Dass Lobbys nicht crashen und irgendwas anderes, dass Streaks überlappbar sind. Die Playtests kamen nie. Ja moin, Sledgehammer Games Goated. Also, es kommt eine neue Weste. Mit diesen Westen kenne ich mich auch überhaupt. Comic mit da. Kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Aber ihr kennt sie hier. CT-Com-West, die spiele ich, glaube ich, immer noch von Felix seiner Klasse. Es gibt ja aber noch schon eine neue Ninja-Weste, die kam irgendwann, das ist halt mit Dead Silence. Ist mir egal, weil ich eh verdeckte Sneaker spiele. Attentäter-Weste und so weiter und so fort. Jetzt kommt eine neue Weste, die
Compression. Irgendwas mit Compression wird sie heißen. Und sie beinhaltet ein Perk, welches wir sehr, sehr aus Warzone 1 vermissen. Nämlich zusammenflicken. Das heißt, wenn wir einen Kill machen, bekommen wir instant Leben zurück. Wir sind im Gunfight, holen zwei, drei Leute, sind immer wieder weak zwischen den Gunfights, bekommen aber viel, 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 viel schneller. Natürlich nicht instant, aber viel, 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 viel schneller. Guck mal, der Boss! Direkt geschafft, nein! Wir bekommen viel, viel schneller, doppelt so schnell, dreifach so schnell, wir wissen es noch nicht. Das Leben zurück, können somit richtig geiles Fast Pace Gameplay hitten. Jetzt zum Beispiel, bam, ich wäre schon wieder hochgehalten. Zack, direkt könnte ich wieder in den nächsten Gunfight gehen und müsste nicht warten, bis die Heilung reinhittet. Hilfe, 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 Hilfe. Okay, wir müssen den Play machen. Zack. Ruhig, 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 ruhig. Erwartet er es, erwartet er es, erwartet er es? Aha, er hat es erwartet. Ihr wisst außerdem, ein neues Update, ein neues Season bedeutet neue Waffen. Und da kommen zwei Waffen. Ja, ich freue mich drauf, aber so einen kleinen Dämpfer muss ich leider jetzt schon aussprechen. Sie werden sich nicht so spielen, wie wir sie gekannt haben, denn es ist immer der Sound, der das Killgefühl ruiniert. Ich meine, wir hatten schon so oft eine richtig krasse AN94 oder sonstige Waffen. Die waren nie geil, weil sie sich nie so gespielt haben wie im OG Black Ops 2 Teil. Aber Sledgehammer Games, verantwortlich für Advanced Warfare, einem eigentlich sehr guten Call of Duty, welches mir sehr viel Spaß gemacht hat, vor allem im Competitive-Bereich. Und in diesem Call of Duty gab es eine Sniper, die Moss-Sniper, so eine Einschuss-Sniper, die du immer nach dem Schuss neue Munition reinschieben musstest, ging aber super schnell, konntest absolut geile Quickscopes damit hitten. Mit dem Jetpack-Movement war das natürlich, oh, natürlich besonders krass. Die kommt zum Release von Season 3 und zur Mid-Season kommt eine Waffe, auf die ich noch viel geiler bin, nämlich die Bal fucking 27, die Competitive AR aus Advanced Warfare. Jetzt noch eine ASIM 1 und die in der Speakeasy-Variante. Nur OGs wissen, was das für eine Waffe war. Unfassbar. Unfassbar, ja! Der Rentnerfinger, also wirklich Triggerfinger, ist für mich ein absolutes Grauen. Mir tut richtig krass meine Sehnenscheidenentzündung, die ich damals mit 14 hatte, weil ich zu viel gezockt habe, die kommt da wieder raus. Meine Sehne poppt an meinem Arm, wenn ich hier... Ich schwöre, das kriege ich nicht. Oh, mir tut alles weh. Schulter. Das ist nichts für mich. Deshalb freue ich mich umso mehr auf die Bal 27, denn es ist eine Sturmgewehr-Automatisch-Schusswaffe. Vollautomatisch. Das war das Wort. Freue ich mich. Schreibt mir auch mal in die Kommentare. Und jetzt kommt das eigentlich allergrößte Highlight. Und da könnte man schon fast jetzt bei all dem den Titel wählen. Das beste COD-Update aller Zeiten. Denn, und das habe ich geliebt, Rebirth Island. Die OG Rebirth Island Alcatraz-Map. Ich muss es überlegen. Alcatraz-Gefängnis-Map kommt zurück. Und sie sieht unendlich geil aus. Sie sieht unfassbar geil aus. Es gibt ein paar Ingame-Änderungen. Wenn irgendwas explodiert, fällt was oben, dann sieht die Map ein bisschen anders aus. Aber der Großteil der Map ist gleich. Und Rebirth Island, ihr wisst, ich war nie der Typ für Warzone. Ich habe nie die Geduld für Warzone. Ja, ich habe auch Warzone 1 doch einiges an Spielzeit gehabt. Aber Rebirth Island, als ich das für mich entdeckt habe, hat mich komplett gecatcht. Und ich habe danach nie wieder Spaß am normalen Warzone gehabt, weil es mir vom Pacing nicht mehr gefallen hat. Und diese Map, dieses Fast-Pace-Feeling, es ist so Liebe. Es ist Liebe, Liebe, Liebe. Und wir bekommen Rebirth Island. Ein absoluter Traum. Ein wahr gewordener, feuchter Traum. 20 Bombs hitten, 30 Bombs hitten, Kill-Duell gegen Basti. Ich muss auch wieder absteppen. Ihr wisst aus meinen letzten Kill-Duells in Wondel oder was auch immer wir damals gespielt haben. Kritische Hase, insolvente Nase. Eine 40 Bomb war drin, bestes Gameplay. Und auch 3-4 Mal eine 30 Bomb. Aber ich sag ganz ehrlich, den Rest kannst du in die Tonne kloppen. Ich habe so viele Scheißrunden gehabt gegen Basti, so viele Kill-Duells verloren. Das kann ich mit meinem Call of Duty-Ego nicht mehr stemmen. Deshalb Rebirth Island muss ich angreifen. Und ich sage ehrlich, das ist auch ein bisschen einer der Beweggründe, wieso ich gerade noch die Upload-Streak am Leben halte, weil dieses Update kommt und Rebirth Island kommt und da möchte ich auf jeden Fall noch am Start sein und dann nicht irgendwie eine Pause eingelegt haben. Weil eins steht fest, wenn ich dann diese Upload-Streak irgendwann fallen lasse, muss ich, es geht nicht anders, mal mindestens 14 Tage mir nehmen,
wenn nicht sogar noch länger, um mal einfach komplett abzuschalten, komplett Kreativität aufzuladen. Ich freue mich da auch drauf, aber vorerst freue ich mich unendlich auf das Update, auf die ganzen Neuerungen, MP, neue Maps und vor allem Rebirth Island. Das Ganze kommt dann nächste Woche. Jetzt muss ich Dienstag, Donnerstag, 9 Uhr morgens, 10 Uhr abends, 18 Uhr. Ja, ich bin Call of Duty YouTuber und ja, ich weiß es nicht. Und ihr könnt mir meine Eier lecken, wenn ihr mir schreibt, das musst du wissen. Ja, dann google es doch. Ich scheiß drauf. Ich weiß es nicht. Aber es kommt. Ich glaube Dienstag. Vielleicht auch nicht Dienstag. Ich wünsche euch jetzt noch einen prächtigen Triggerfinger, den Triple Kill. Fast Triple Kill. Ach, keine Ahnung. Einen prächtigen Ostersonntag. Ruft eure Omi, euren Opi, eure Mutti, euren besten Kumpel, wen auch immer an. Lasst Ostergrüße. Was feiert man an Ostern eigentlich? Jesus irgendwas. Oh, Leute, jetzt komm, lasst uns nicht über Religion reden. Nächstes Fettnäpfchen. Ich beende das Video für heute. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Ja, ganz bald, denke ich mal, wieder. Haut rein. 21, 22.